Ja, herzlich willkommen bei Made in Austria. Wir sind auch heute wieder auf der Suche nach Österreichs Hidden Champions. Und ob Sie es glauben oder nicht, den globalen digitalen Raum, den gestalten auch österreichische Firmen in großem Ausmaß mit. Ja, eine davon wird mich heute unterstützen, mir helfen, im Internet als sogenannter Streamer ganz groß rauszukommen. Vorher allerdings starten wir mit einer Institution, die Sie alle gut kennen aus dem Kunstbereich. Was viele nicht wissen, Sie sind auch im Export stark. Seit 1979 erforscht das Kunstfestival Ars Electronica das Zusammenspiel von Technologie und Gesellschaft. Was mit einer Leidenschaft für Zukunftsthemen begann, manifestiert sich heute im Linzer Ars Electronica Center. Hier ist das weltweit größte Festival dieser Art beheimatet. Und im Umfeld der Marke Ars Electronica entstehen auch richtige Exportschlager. Ja, wir sehen hier zukunftsweisende Kunstinstallationen, eine spannender als die andere. Aber was hat das mit Export zu tun? Das kann uns Michael Mondria erklären. Michael, wofür steht Ars Electronica und was macht Ars Electronica so besonders? Also Ars Electronica steht vor allem für drei Begriffe. Das ist einerseits Kunst, Ars, Technologie und Gesellschaft. Und wir versuchen seit 1979, seit es die Ars Electronica gibt, dieser Frage nachzugehen, wie beeinflusst Technologie uns Menschen, unsere Gesellschaften? Wie können wir als Menschen, als Gesellschaft Technologie beeinflussen aus der Perspektive der Kunst? Du bist ja Managing Director von Ars Electronica Solutions. Wie ist das einzuordnen? Die Ars Electronica besteht aus vielen unterschiedlichen Facetten. Es ist ein organisches Konstrukt, das wie Zahnräder ineinander funktioniert. Und Ars Electronica Solutions ist schlussendlich das Bindeglied in die Wirtschaft. Und so sind wir eigentlich in allen Branchen zu Hause. Und das zeige ich dir jetzt. Ja, ich schaue euch gerne über die Schulter. Ja, bitte, komm. In der umgebauten Tabakfabrik befindet sich das Headquarter der Ars Electronica Solutions. Hier wird getüftelt, geschraubt und konzipiert. Dabei entstehen interaktive Messestände und aufwendige Museumsinstallationen. Ihr habt einen Exportpreis bekommen. Was sind denn so eure Exportschlager oder was wird am meisten exportiert im Moment? Das, was wir verkaufen, ist eigentlich das Zugänglichmachen von komplexen Inhalten. Das ist das, was wir verkaufen und das ist eigentlich unser Hauptseller. Das Zugänglichmachen von komplexen Inhalten? Ja, mit unterschiedlichsten sozusagen Umgebungen. Eines davon ist der Deep Space 8K, ein immersiver Raum mit einer unglaublichen Auflösung in einer unglaublichen Dimension, den wir jetzt in Mexiko neu konzipiert, neu aufgebaut und erfolgreich jetzt auch im Einsatz haben. Wir stehen auch gerade vor der Testumgebung dieses Deep Spaces. Dieser Raum, der aus einer sehr großen 16x9 Meter Wandprojektion und 16x9 Meter Bodenprojektion besteht. Wir haben hier quasi die Wand und hier den Boden simuliert und können hier auch Applikationen, Inhalte uns vorher ansehen, bevor wir dann wirklich in den Deep Space gehen und das dann wirklich physisch auch erleben. Michael, nichts gegen den Prototypen, aber können wir vielleicht das große Ding anschauen? Ja, sehr gerne. Wir gehen jetzt gleich dann rüber ins Ars Electronica Center über die Donau. Bitte. Diese Installation steht fast baugleich in einem Museum in Mexiko. Jetzt sind wir endlich im Deep Space angekommen. Jetzt siehst du einmal, wie das Publikum das auch in Mexiko sieht. 16x9 Meter Boden und 16x9 Meter Wand. Oh. Jeweils mit 4 Projektoren schaffen wir es, diese unglaubliche Auflösung von 8K auf dieser Fläche zu erzeugen. Was ist das, ein fliegender Teppich? Oder? Das sind die berühmten Teppiche aus Doha. Man wird in den Inhalt hineingezogen. Und da sehen wir jetzt eine Detailaufnahme vom Teppich. Also auch das. Boah, da sieht man die einzelnen Fäden. Richtig. Also wir haben hier eine sogenannte Gigapixel-Aufnahme des Teppichs zur Verfügung gestellt bekommen, wo man eben bis in die kleinsten Details hinein zoomen kann und hier völlig andere Möglichkeiten hat, dem Publikum Inhalte näher zu bringen. Jetzt sind wir auf der Sonne. Da sieht man diese Sonneneruptionen, die tausende Kilometer weit in den Raum hineingehen. Also das habe ich noch nie gesehen. Das ist so ein Coronal Rain, ein Corona-Regen, wo fast die gesamte Erde hineinpasst. Und wir sehen dann jetzt auch den Mond. Ein paar Sonnenfinsternis. Eine partielle. Und da sieht man wieder eine wunderbare. Oh, das ist ja geil, das ist ein Feger. Ja.
Und ist da Mexiko ist ja sowas wie ein Anfang? Geht es weiter mit? Gibt es andere Exportländer, die jetzt spannend? Ja, wir haben sehr viele Gespräche und Interessenten, wirklich in allen Erdteilen. Ja. Und von Chicago über Cardiff nach Shanghai bis hin natürlich auch in Europa weitere Standorte. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, dass eben genau dieses Format, dieses interaktive Format, das den Menschen da reinholt, den Menschen in den Mittelpunkt bringt, wirklich ein Zukunftsformat ist. Von hier aus findet Kunst- und Interaktionstechnologie ihren Weg in die große, weite Welt. Aber jetzt vom Interaktionsraum in den digitalen Raum, in die Welt der Streamer. Wir sind hier in Steyr in Oberösterreich und diesen Streamern, von denen ich gesprochen habe, denen wird hier auf die Sprünge geholfen. Was Streamer sind und ob ich vielleicht selber einer werden kann, das wollen wir jetzt herausfinden. Nach der Gründung 2018 hat sich der Umsatz von Owned Media beinahe verzehnfacht. Das 40-köpfige Team rund um Günther Thomas Raffelsberger verpasst den Streamern den passenden Auftritt. Thomas, wir müssen als erstes klären, was sind Streamerinnen, Streamer, was ist das genau? Eine Streamerin oder ein Streamer ist eine Person, die ein eigenes TV-Programm, kann man sagen, ein eigenes kleines TV-Programm übers Internet ausstrahlt. Das heißt, es gibt Plattformen wie Twitch oder YouTube oder Facebook und auf diesen Plattformen gehen die dann live und andere Leute können da zuschauen. Das kann ein Computerspiel sein, so ist das Ganze entstanden. Es kann aber inzwischen auch was sein, dass man beim Essen sich filmt und live geht und man kann dann mit den Leuten auch interagieren. Und wo kommst du ins Spiel mit deiner Firma? Was ist da deine Geschäftsidee gewesen? Ich habe vorher gesagt, das ist wie ein kleines TV-Programm und in einem TV-Programm braucht man Überblendungen, braucht man Animationen, Sounds, Grafiken, genau, ACI, ein Branding sozusagen, auch ein Intro oder ein Outro, wie es eine TV-Sendung hat. Und diese Produkte stellen wir diesen Streamerinnen und Streamern zur Verfügung. Das bedeutet aber, dass dieses Produkt eigentlich nicht physisch ist, es ist rein digital. Und deswegen kann man es auch praktisch die ganze Welt verschicken. Genau, also wir haben wirklich rein digital begonnen. Es kommen jetzt langsam auch physische dazu, aber die rein digitalen Produkte, die wir jetzt 3 Jahre lang gemacht haben, wir haben kein Lager, kein Versand, keine Retoure, was sehr angenehm im E-Commerce ist. Wir haben über 98% Exportquote. Im Moment sind ungefähr ein Drittel aus Deutschland oder ein Drittel aus den USA von unseren Kunden, aber insgesamt haben wir schon in über 120 Länder der Erde Produkte verkauft. Dein Unternehmen ist ja ziemlich gewachsen. Du hast ja schon weltweit Mitarbeiter. Kannst du das kurz schildern? Genau. Also vor 3 Jahren waren wir noch zu dritt. Jetzt haben wir gerade unseren 3. Geburtstag hinter uns. Wir sind jetzt im Kernteam über 40 Leute. Mhm. Also wir sind hier im Office 5 Personen, in Deutschland und Österreich gemeinsam 30. Und dann haben wir noch 10, 15 Personen, die uns aus der ganzen Welt, Marokko, Philippinen, Niederlande, Dänemark unterstützen. Das ist ein irrsinniger Umbruch. Wo siehst du die Welt deine Welt in den nächsten 5 Jahren, deine Firma? Wie viele Leute arbeiten hier im Headquarter sozusagen in Steyr und wie viel hast du international verstreut auf allen Kontinenten? Die Planung ist, dass wir mit Ende des Jahres an die 80 sind, vielleicht verdoppeln. 90. Ja, verdoppeln. Das ist der Plan. Und wir sehen ganz viel Potenzial in anderen Bereichen, wollen uns da breiter aufstellen mit vielen anderen Produkten. Und da werden jetzt gerade neue Teams geschaffen. Es ist auch schon ein erstes Subunternehmen gegründet worden, also ein Startup im Startup sozusagen. Ich habe mir etwas überlegt. Also ich möchte was streamen, ich möchte für Geschäftsreisende, die nach Österreich kommen, das Wetter in Österreich verkaufen und ihnen erzählen, wie wunderbar da uns das Wetter ist und was man da alles erleben kann. Also das wäre so meine Geschäftsidee. Kannst du mir helfen? Ja, wir können da grundsätzlich schon sehr gut helfen. Wir sind in der ganzen Streaming-Szene, wissen wir sehr gut, wie das funktioniert und was es da für Möglichkeiten gibt. Wenn du sagst, gerade Geschäftsreisende, wäre vielleicht sogar der Stream auf LinkedIn oder auf YouTube sogar vielleicht noch spannend. Aber auch Twitch kann das funktionieren. Am einfachsten ist wahrscheinlich am Smartphone, aber auch am PC. Wir hätten zu viele Setup da. Wirklich? Da könnte man das ausprobieren. Dauert nicht lange. Du hast einen Brand für mich entwickelt. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ja? Ja. Der Streaming-Markt ist also bereit, von mir erobert zu werden. Bitte, Thomas, du musst mich groß rausbringen. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das? Ja, wir brauchen natürlich als erstes ein vernünftiges Branding. Ja, ist vielleicht ein bisschen wild. Also ich bin so ein positiver Mensch, ich brauche was Positives. Was? Ist vielleicht? Ja, das hat schon viel Schönes, aber es trifft es nicht genau. Na, weißt du was? Wir bauen da ganz was Individuelles, okay? Ja. Wir haben ja da mal was vorbereitet. Ja. Das wäre sozusagen der Startscreen, das heißt, bevor der Stream losgeht. Also für den ersten Streaminglauf wäre das für mich schön, wäre da schon sehr zufrieden. Na, super. Können wir das gleich
Kein gleich Problem. Probieren, ja. Und jetzt geht's richtig los. Zum ersten Mal streame ich live auf Twitch. So, herzlich willkommen, meine Freundinnen und Freunde. Das ist mein neuer Wetterkanal auf Twitch. Hier geht's um das Wetter in Österreich. Es soll vor allem Reisende aus dem Ausland, die zu uns nach Österreich kommen, begeistern für unser Wetter. Warum? Weil unser Wetter ganz speziell ist. Es gibt nirgends so ein cooles Wetter wie in Österreich. Darum geht's. Das coolste Wetter gibt's nur in Österreich. Bei mir wird gerade Musik gestartet. Das ist sehr gut. Das habe ich nicht unter Kontrolle. Aha. Da hat jetzt wir haben einen neuen Follower. Das heißt, dem es jemandem gefällt und der möchte es öfter hören. Wir haben einen neuen Follower. Das darf nicht wahr sein. Und ich habe von 24 Zuhörern immer noch 21. Das musst du mal schaffen. Und einen neuen Follower-Alert. Thomas, herzlichen Dank. Danke für die Einführung. Gerne. Ich hätte Lust, noch ein bisschen weiterzumachen. Ist das okay? Sehr gerne. Ich verabschiede mich dabei. Ja. Alles Tschüss, Gute. Ja. Ciao, also danke dir. Schau danach vorbei, kann ein Stündchen dauern. Perfekt. Oh, ich sehe gerade David Bachmann, Außenwirtschaft Austria, Büro Singapur. Hallo Andreas. Wie schaut es aus? Also diese österreichischen digitalen Produkte, diese digitalen Technologien, wie wird das wahrgenommen im Ausland? Ist das erfolgreich? Wir sind wie in so vielen anderen Bereichen nicht ein Land, das die großen Anbieter hervorbringt, sondern wir sind, so wie in der sonstigen Industrie, mit KMUs sehr stark unterwegs. Das heißt, wir liefern zu großen Systemintegratoren und haben aber dort meistens in diesen Spezialgebieten dann eine Vormachtstellung, wo wir einfach einen überragenden Weltmarktanteil haben. Als Beispiel sage ich hier im Gaming, in der IT-Sicherheit, aber auch was in Singapur sehr stark ist, in der Flugzeugindustrie. Da gibt es so viele kleine Firmen, die einen ganz wichtigen Anteil haben an der Produktion des Endprodukts im digitalen Bereich, die man aber, wenn man nicht gerade in dem Bereich arbeitet, wahrscheinlich noch nie gehört hat. Danke, David Bachmann. Ganz liebe Grüße nach Singapur. Heute durften wir also digitale und interaktive Erfolgsgeschichten made in Austria miterleben. Ich bin schon sehr gespannt, wo die nächste Reise hingeht, was es da zu entdecken gibt. Ich freue mich schon sehr drauf. Euer Andreas Jäger.